Ich spreche heute 24 Stunden alle Gesetze. Neben ist ein Polizeiauto. Dort ist der Hauptbahnhof. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt einfach mal in den Hauptbahnhof rein. Marvin, hast du eine Idee? Was wollen wir als allererstes machen? Du gehst jetzt bei den Toiletten einfach unten durch und bezahlst aber nicht, aber gehst auf Toilette. Ja, ja, okay. Das geistkrank, das machen wir. Lass den fetten Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Da sind okay, die. Warte mal, Bruder. Geradeaus weiter, rein. Du musst da rein, da rein. Okay, ja, los, komm. Warte. Zieh durch. Ach, Moment, warte mal. Wo rein? Links, ne? Ja, ja. Digga, er ist geistkrank, hat einfach durchgezogen. Nachdem wir jetzt das erste bzw. die ersten Gesetze gebrochen haben, wurde es Zeit, dass Marvin und ich mal etwas essen gehen. Und dafür sind wir zu Pizza Hut gegangen. Okay, Muffin. Okay, bist du bereit? Ja, ja. Kannst du es mal nehmen? Und zwar, wir sind ja bei Pizza Hut. Was soll ich machen? Du gehst jetzt gleich rüber und klaust die Strohhalme bei KFC drüben. Das ist illegal, wenn ihr es sehen. Die Strohhalme klauen? Du klaust sie jetzt, komm mal. Wie viele? Zwei Stück. Zwei Stück. So Leute, und ganz wichtige Sache, ihr müsst jetzt einen Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo, sonst klaut Kevin bei euch zu Hause alles. Schnell! So, willst du direkt die nächste verbotene Sache machen? Was denn? Du schießt jetzt einfach nach da drüben hin. Was soll ich schießen? Ja, ja. Welchen Junge zu abschießen? Der gerade geguckt hat. Nee, mach nicht, deine Eltern sitzen hinter dir. Scheiße, das ist weit genug geflogen. Egal, ich habe jetzt Hunger, Marvin. Erstes Mal Freigang heute. Lecker. So, Kevin, jetzt ab nächste Sache. Und zwar ab auf die Frauentoilette. Los, komm jetzt. Was? Was ist denn eine Frauentoilette? Ja, müssen komm wir jetzt. Die Toiletten einmal suchen. Toiletten, Toiletten, Toiletten. Wo sind die denn? So. Ab auf der Toilette. Oh, ich muss richtig dringend kacken, ey. Let's go, jetzt hier durch. So. Fertig. So, Kevin, du hast ja schon Digga, was? Hä? Das ist nicht wegen mir. Ja, komm, Digga, lass mal schnell weiter. Ey, ich hab jetzt eine geistkranke Idee. Was denn? Und zwar, wir machen das jetzt so: Du gehst jetzt ins Jump House rein, weißt du? Warte mal, nee, nicht ins Jump House, Bruder. Doch. Dann sind wir letztes Mal schon rausgeflogen. Ja, egal, Digga. Ja, du gehst einfach rein, kein Eintritt, machst da ein bisschen faxenmäßig so. Ja, soll ich einfach reinlaufen? Wir sind auch schon mal da. Ja, klar, komm, einfach, aber ohne bezahlen, ne? Das ist ein bisschen undercover, müssen wir jetzt sein. Weißt du? Deswegen, let's go, lass mal da reingehen. Was? Nein, da, schnell. Ey, warte. Wohin? Was denn? Komm, warte. Ey, lass uns verstecken, komm, ich will auf. Wohin? Weiß ich nicht, warte. Boah, warte mal, wo waren denn die guten Verstecke? Hinten. Hinten in die Bälle drin. Du bist weg, man sieht dich nicht mehr. Ey, Kevin, du hast geisteskrank durchgezogen, wirklich. Ja, Bruder, aber warte mal, da vorne ist doch die Mitarbeiterin jetzt. Wir gehen da einfach raus und ey, bring mir mal, wenn irgendwo was zu trinken ist, so bring mir das mit, ich hab voll Durst. Kann ich einfach was nehmen, was so rumsteht? Scheißegal, irgendwas, hauptsache da was drinne. Ja, nimm mit, da vorne. Soll ich das einfach nehmen? Ey, ja, nimm beides mit. Komm, wir gehen. Lass abhauen. Digga, du hast geisteskrank durchgezogen. Komm, okay, warte, gib noch eine Aufgabe, noch eine. So, Kevin, du hast jetzt auch schon gut was getrunken, so, ne? Ja. Du musst aber schon Pipi machen, ne? Ja, ein bisschen. Okay, mach doch mal Pipi drunter. Die Weser runter? Ja. Ja, okay. Okay, Bruder, aber film nicht so. Ne? Ja, ja, ich mach nicht, okay. Nicht drauf. Digga, du bist so ekelig, Kevin. Oh, Bruder, ich hab mich angepinkelt. Nein. Digga. Junge. Du bist so ekelig. Oder der Wind kam halt voll. Einfach den Schuh an. Was soll ich denn machen? So, Kevin, jetzt pass auf, jetzt kommt was richtig krass. Und zwar dreh dich mal ganz schnell um, nicht so unauffällig. Siehst du da vorne so die beiden Kinder? Ja. Du gehst hier jetzt hin und klaust einfach einen von beiden einfach so das Eis. Digga, ist doch geistkrank asozial. Komm, danach kaufen wir denen zwei neue. Bist du bereit? Ich geh von hinten und greif einfach rüber. Das ist jetzt mein Eis. Das ist gut. Ach so, Kevin, du hast krass durchgezogen. Hast das Eis geklaut, isst ja auch gerade. Na, lecker. Und jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar, jetzt gehst du hier. Burger, Pommes sind alles verboten. Du gehst jetzt mit dem Eis da rein. Mhm. Ist nicht verboten. Lecker Eis. Lecker. Ja. Ich esse so gerne Eis. Ja, wo jetzt hin, Marvin? So, hallo. Warte mal. Ja? Ich glaube, wir drehen mal kurz um, wir gucken mal im Comment. Hm? Was denn? Hier so. Nimm mal die Tasse. Pass auf.
Du nimmst jetzt ganz vorsichtig die Tasse, also machst das auf und steckst das Eis einfach rein, drückst das da voll rein. Oder bist du bekloppt? Mach jetzt, komm. Zieh durch. In die Tasse rein, oder was? Ja. Zeig mal. Ja, ist gut, jetzt pack wieder hin und wir gehen. Bruder, das ist total verboten, was du gerade machst. Bruder, wenn die das hier auf den Überwachungskameras sehen, die gucken jetzt schon. Komm, wir hauen schnell ab. Komm, komm, okay, okay, okay. Marvin, warum bist du beim Red Bull hier vorne? Bruder, wir nehmen uns jetzt beide Red Bull und gucken, wer schneller trinken kann. Aber die müssen wir bezahlen. Nein, das brauchen wir nicht. Was ist denn, wenn wir das jetzt getrunken haben? Ja, wir machen das jetzt einmal. Wir trinken jetzt einmal das Red Bull. Ich trinke einfach so ein Wasser. Prost. Prost. Wir brechen heute 24 Stunden Gesetze. Hat auch gar nicht geschmeckt, ey. Wir gehen. So ein Mut. So. So, Kevin, jetzt kommen wir zu einer richtig krassen Sache. Was denn? Müssen wir sein. Ja. Ey, du closed jetzt was. Und ich habe mir auch schon überlegt, was. Nimm die Mystery Box mit. Und jetzt einfach raus, oder was? Ja, ja. Kannst da lang gehen, Bruder. Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch eine ganz, ganz wichtige Info. Die Handlungen in diesem Video sind unter keinen Umständen nachzumachen. Gesetze sind dafür da, dass man sie nicht bricht. Ja, ja, komm. Digga, bist du sicher, dass ich das machen soll? Ja, du machst ja jetzt, komm, zieh durch. Aber was ist hier auch drin? Weiß ich nicht, werden wir gleich merken. Digga, es ist geisteskrank. Du bist Bruder, wenn ich da rausgehe, das wird doch hier alles losgehen. Du bist krank, Bruder. Marvin, bist du bereit? Ja, ja. Okay. 3, 2, 1. Oh, Scheiße! Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Lauf, Bruder, lauf! Lauf! Oh, warte, lass den nach vorne, lass nach vorne, lass nach vorne. Okay, warte, 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 warte. Haben die uns gesehen? Nein. Okay, warte. Komm. Bruder, nimm meine Mütze, nimm meine Mütze. Bereit? Ja, komm schnell, komm schnell. Wir müssen zum Auto, Lauf, lauf, lauf! Lauf! Wo ist das Auto? Bruder, wo ist das Auto? Wir müssen links. Scheiße, Digga! Komm schnell, du bist Digga! Zum Auto, wo ist das? Da vorne! Mach die Kamera aus, Digga! Mach die Kamera aus! Digga, warte mal! So, Kevin, gib Gas! Wir müssen jetzt abhauen. Warte, ich muss den Sport Plus schalten. Ja, ja, mach schnell. Komm, Alter, gib Gas, wir müssen abhauen. Boah, Bruder, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Fahr einfach, gib Gas, Junge. Bruder, ja, zieh total. Komm, du noch hinter uns. Lang. Fahr einfach Autobahn, gib sind Gas. Sind die hinter uns? Ja, ja, die sind direkt hinter uns. Ich seh die. Gib kommt Gas, da gleich irgendwo ein Rastplatz? Ja, ja, wir fahren da vorne gleich auf den Rastplatz. Ey, sind immer noch hinter uns. Digga, guck mal, dass du irgendwo rechts ranfährst. Das ist bestimmt das Paket, was wir da hinten drin haben. Weißt du, was ich meine? Können wir hier runter? Ja, ja, fahr mal hier runter. Ich klopf das irgendwo raus. Digga, Mann, wirf das Paket jetzt weg. Das geht da nicht rein. Hau das weg, das Ding! Scheiße, Leute, Kevin muss jetzt ins Gefängnis. Da ist das Polizeiauto, der geht jetzt in die Wache rein. Oh Mann, ich hoffe, die holen ihn da auch wieder. Wir können ihn da wieder rausholen, Leute. Wir müssen Kevin rausholen. Das ganze Video diente natürlich nur zur Unterhaltung, Freunde. Alles war vorher abgesprochen. Das Paket ist auch noch da. Das liegt nicht jetzt irgendwo an der Autobahnraststätte. Haltet euch bitte immer an alle Gesetze. Das hat schon einen Sinn, warum es die gibt. Und ihr merkt es, wenn man sich an Gesetze nicht hält, dann kommt man auf die Polizeistation.